Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich stehe immer noch hier rum und bin am überlegen, wie ich eventuell da oben dran kommen könnte. Bin aber jetzt mehr oder weniger zu dem Entschluss gekommen, dass ich da wahrscheinlich nicht hochkomme. Und einfach, denn das Risiko eingehen muss, da ein bisschen Schaden zu nehmen. Weil ich irgendwie keine Möglichkeit sehe, wie ich da jetzt durchkommen soll, hochkommen soll, so rum. Deshalb, ja, werde ich jetzt einfach hier rausmarschieren, die Tür zumachen, weil sonst sehen die Leute noch nicht hier. Und dann im Eilschritt Marsch. Ah. Au. 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 Okay, jetzt bin ich aber durch. Heißt, ich kann hier weitergehen und habe immer noch 15 Meter vor mir und werde jetzt aber mal schnell speichern. Weil man weiß ja nie, was hier noch auf einen zukommt. Ich hätte eigentlich noch weiter runtergehen können, fällt mir gerade ein. Weil da vielleicht noch was zu holen gewesen wäre und vielleicht auch noch wichtige und interessante Informationen gewesen wären. Aber jetzt ist es zu spät, weil jetzt bin ich schon über diese dämliche Falle gelatscht und ich möchte nicht unbedingt nochmal zurück. Ist mir leider zu spät eingefallen. Jetzt hätte ich aber trotzdem noch die Möglichkeit dazu. Hahaha, ich gehe nur einmal kurz hier weiter. In der Hoffnung, dass ich hier noch was holen kann. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Warum ist hier nirgendwo was drin, Mann? Was soll denn der Scheiß? In einem tollen Barrack-Loch bin ich da gelandet. Echt mal. Mensch. So ein Scheiß. Schloss knacken. Ach, das ist wahrscheinlich die andere Seite von diesem. Genau. Wenn Sie meinen Rang nicht respektieren, kriegen Sie meine Klinge zu spüren. Ohoho, da ist aber jemand sauer. Ist das eine Truhe? Nee, glaube ich nicht. Hier gäbe es mit Sicherheit auch noch was zu holen, aber irgendwie bin ich so... will nicht entdeckt werden. Außerdem bin ich dem Ziel schon so nah. Ich bin dem Ziel schon so nah. Oh. Die sehen ja echt freundlich aus. Und hier ist überall hell. Wartehalle. Okay, jetzt muss ich mich mal kurz ein bisschen bequemer hinsetzen. Durch das Schwert sterben oder durch die Schwermut. Das ist mein Schicksal. Ja, vermutlich. Okay, das Zimmer ist da, das heißt, ich muss überhaupt nicht runter. Und die scheinen auch da unten nur Patrouille zu... Zumindest hoffe ich, dass sie nur da unten Patrouille laufen. Hoppala. Wahnsinn. Exquisit, die Ausstattung hier. Ich könnte aber eventuell auf der anderen Seite auch noch irgendwas finden. Das ist sein Schicksal. Richtig. Du sagst es, mein Freund. Wo ist der Lichtschalter? Nein, ich darf hier wahrscheinlich überhaupt kein Licht ausschalten, weil dann würde es auffallen. Deshalb... auf und davon. Im Eilschritt Marsch. Ich muss da rein. Ich habe nachgedacht. Sollten wir den Baron nicht lieber von hier wegbringen? Denk nicht. Er ist in seinen Privatgemächern und geht nirgends hin. Befehl des Generals. Konzentrier du dich auf die Barrikade. Was für eine Barrikade? In Stone Market haben sie die Barrikaden auch nicht gestoppt. Die hier wird halten. Ich will nicht, dass dein Gesicht das letzte ist, was ich sehe. Die haben sich ja lieb. Okay, hier scheint aber auch nichts Wertvolles mehr zu sein, oder? Wenn die Götzen hier reinkommen, dann nee. Ist ja nicht einer nach dem anderen. Sieht nicht so aus. Das heißt... Wenn die Götzen hier reinkommen, kämpfen wir Rücken an Rücken, bis es vorbei ist. Alles klar? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo hier was ist. Sieht so aus, als wäre da geradeaus noch eine Tür. Bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich da herkommen soll. Ich werde jetzt einfach mal so dreist sein und hier diese Tür öffnen. Oh, Fliesen. Na klasse. Da oben komme ich durch. Das ist sehr schön. Das Schöne ist, dass ich hier nicht so laute Schuhe habe und nicht so ganz extrem darauf aufpassen muss, was ich... Upsa. Auf was für Boden ich laufe.
Mal kurz speichern. Ganz kurz, ganz dezent muss ich jetzt mal... Ich muss hier hoch, richtig? Ja. Oh. Na super. Und schon bin ich wieder im hintersten Loch gelandet. Ich muss aber, glaube ich, hier hoch wieder irgendwie. Ist nur die Frage, wie. Okay, erstmal runter. Erst einmal runter. Staubig hier. Kleinen Moment. Hier hoch. Da. So. Halt dich fest. Hoch da. Los. Da. Oh. Ich glaube kaum, dass ich mich hier irgendwo festhalten kann. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Hier? Dran? So? Da? Hier? Aha! Aha! Raffi tückisch. Sieht ja schon cool aus mit dem Umhang. So ein bisschen dezent nach Batman oder so. So. Fallen lassen. Halleluja. Wow. Sieht ja schon cool aus hier. Kann ich darüber springen? Oh, ouch. Nein, kann ich nicht. Dachte ich mir schon, das gehört alles zum Plan. Ich habe keinen Plan, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist egal. Das ist alles sehr durchdacht. Das sieht aus wie ein Aufzug. Kann das hinkommen? 19. Ich muss wieder da hoch. Ich will aber erstmal hier rum. Ich könnte einfach den kurzen Weg nehmen, glaube ich. Oder ich nehme den Weg über die Treppen. Die Treppen sind aber ziemlich hell. Was interessiert mich? Hier läuft sowieso keiner rum. Wetten? Jetzt gehe ich davon aus, dass hier keiner rumläuft und gleich laufe ich irgendwem in die Arme. Ich kenne mich doch. Ich glaube... Oh. Naja, so viel zu der Treppe. Wie gesagt, das gehört alles zum Plan. Bis hierhin wollte ich gerne die Treppe nehmen und dann weiter, aber das geht leider nicht, weil ich muss von da unten anfangen. Ja, das wusste ich, das wusste ich. Das gehört alles, wie gesagt, zum Plan. Und, wo muss ich denn? Hier muss ich hoch, richtig? Hoch, hoch, nein, nicht? Ne? Hier kann ich... Ah, hier kann ich... Ah, natürlich, hier kann ich weiter, also... Ja, ist klar doch. Das... Ich bin der reinste Klettermaxi, hier ist ja Wahnsinn. Kann ich hier weiter? So, da links. Zack, und hoch. Darüber und da hoch. Und das erinnert dezent an Assassin's Creed, kann das, ne? So, ganz dezent. Ah! Was zum... Es ist ein Edelmann. Der Kapitän auf einem sinkenden Schiff. Also seh zu, dass das verdammte Ding nicht untergeht. Und dass die Götzen... Sonst untersteht ihr mir. Und ich bin viel erfinderischer als der Mord da draußen. Okay, und wofür bin ich jetzt genau hier hochgekraxelt? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich muss noch höher. Aber wie komme ich denn höher? Ich kann gar nicht mehr höher. Oder muss ich gar nicht... Weiß es doch nicht. Doch, ich muss höher. Ach so, nee, ich kann runter, glaube ich, oder? Kann ich runter? Ich kann runter. Hier komme ich jetzt auch wieder auf die Treppe rauf. 13 Meter. Waren es gerade nicht noch weniger? Irgendwie habe ich im Gefühl, dass es weniger waren. Naja, was soll's. Ich muss nach oben, er ist nach unten gefahren. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Vermute ich mal, ich speichere hier mal. Nur zur Sicherheit. Weil ich hier irgendwie gar nichts sehe. Holy shit. Kann ich nicht da durchgucken? Willst du mich ver... Oh. Aaron ist am Leben, dennoch fühle ich mich durch den... Achso, das hatten wir schon, oder? Nur ein Mann hat die Antworten, die ich jetzt brauche, der Baron. Genau. Wenn du mich töten willst, mach schnell. Ich brauche Antworten.
die ihr mir geben werdet. Niemand mag meine Antworten. Ich habe viel von dir gehört. In der Erde liegt eine Kraft. Eine alte Energie. Urkraft. Für Unwissende ist sie harmlos, unsichtbar. Doch man kann sie kanalisieren, in eine produktive Form bringen. Bisher wurden nur kleine Mengen kontrolliert. Aber mein Traum war größer. Besser. Was habt ihr mit Aaron in Moira gemacht? Als der Stein brach und das Buch zerstört wurde, ging die Energie auf sie über. Der Kontakt mit dieser Quelle hat schlimme Konsequenzen auf Geist und Körper. Ich weiß, was passiert. Wo ist das Mädchen? Ich wollte die Energie entfernen. Aber als er Aaron aus Moira entführte, ging mein Traum auch dahin. Von wem reden Sie da? Aldous hat das Mädchen genommen. Du kennst ihn besser als Orion. Mein Bruder. Wir wuchsen getrennt auf. Aber ich brachte ihn zur Familie zurück. Zu den Erweckten. Wie wir konnte er die Urkraft spüren. Er war auch bei der Zeremonie, dem Ritual und half. Doch nun wollen seine Fanatiker den Stein. Warum nahm Orion das Mädchen? Er muss ein neues Ritual planen. Und du warst ein gehorsamer Hund, wie es scheint. Erst ließ er dich Cornelius' Ring stehlen. Dann das Buch. Der Stein aus dem Bergfried. Wenn er nur noch das Letzte findet. Dein Auge. Du warst da, ich erinnere mich. Du bist das letzte Teil. Viel Glück mit meines Bruders Pack. Holy shit. Was zum Henker geht da vor? Krass. Das nenne ich mal eine Verschwörung. Aber ich habe mich schon gewundert, warum der mich das Buch stehlen lässt. Und überhaupt, warum der die ganzen Sachen haben will. Ich hab's gesagt, oder? Ich hab sowas vermutet. Was macht er jetzt mit mir? Die nächsten Gäste sind da. Während sie alles niederbrennen, gehe ich zum Zeremonienraum. Zeremonienraum, ah ja. Das sind erschreckende neue Erkenntnisse, muss ich zugeben. Oh. Aber es ist ja klar eigentlich, wenn ich dabei war und die Kraft auf Aaron überging, dann ist natürlich auch auf mich was übergegangen. Und das Einzige, was Energie in reiner Form aufnehmen kann, oder was Energie in reiner Form auch ist teilweise, ist dein Augen. Holy. Was geht ab? Wir haben gewonnen. Wie kann das sein? Ich bin gerade etwas... Scheiße. Das war ja klar. Dass die jetzt auf einmal auch hier oben rumlungern. Okay, wo muss ich hin? 33 Meter. Wahrscheinlich auf derselben Ebene, richtig? Ich hoffe es zumindest. Oh. Glassplitter. Nie was Gutes. Nie was Gutes. Wie gehe ich nochmal? So? Ja. Schön. Oh, no. Komm schon. Ich kann doch hier irgendwo... Ich kann doch bestimmt hier irgendwo durch, oder? Oder drüber? Och, warum habe ich mich denn jetzt über diese dämlichen Glassplitter drüber gefahren? Ich muss doch da durch. Das war so klar. Das war einfach so klar, dass ich jetzt in die andere Richtung muss.
eine Prüfung meines Glaubens? Ja, bestimmt. Sorry, wenn ich gerade so still bin, aber irgendwie habe ich jetzt wieder so dezent das Gefühl, dass ich jederzeit entdeckt werden kann. Oh Gott, sind die auf der Hut, meine Güte. Speichern. Kann ich irgendwie für Ablenkung sorgen, indem ich einfach... Mein Gott, warum brennt hier alles? Ich darf nicht wackeln. Nicht so kurz vor dem Ziel. Da kann ich rüber. Ich kann die Dinger runterhauen, oder? Richtig. Ich weiß, dass du da bist. Ich rieche dich, Ungläubiger. Ah. Hab ich hier schon gesucht? Okay, ich muss irgendwie an diese Kette rankommen, wahrscheinlich. Komm, ich zeige dir, wie blind du bist. Oha. Zwing mich nicht, dich zu suchen. Hängender Wachsoldat? Scheiße, Mann. Was sind das für Kerle? Ohne Witz. Wir dürfen heute Nacht niemanden durchlassen. Boah, alle Wachsoldaten tot. Ich krieg zu viel. Das ist ja Wahnsinn. Wo ist er? Der Bursche ist schlau. Ja, ich weiß, danke. Aber offensichtlich nicht schlau genug. Kann ich da... Ich kann da nicht rüberspringen, oder? Das wäre zu weit. Ich fühle mich beobachtet. Oh, ja, genau. Nix, alles gut, weg. Diesen Tölpel haben wir gleich. Nein, habt ihr nicht. Geht weg! Ich komme dich holen! Geht weg! Ihr hängt zu fünft in der Tür drin, ihr seid schlau, ey. Ich suche hier unten. Nein, geht weg. Ihr seht mich nicht. Ich bin bei dir, Bruder. Ihr seht mich nicht! Boah, wie alarmiert die einfach alle sind. Boah. Ich wette, ich mache irgendwas total... Ich bin total dumm in meinem Vorgehen gerade. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das könnte man alles viel einfacher regeln. Oh, ja, aber okay, er hat mich. Er hat mich, alles gut, alles klar, alles und tschüss. Begib dich zur Zeremonienkammer. Richtig, da war was. Aber... Oh, Kommt der hin? Ah, der kommt hier lang. Der kommt hier lang. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Jetzt verdammte Hacke noch eins. Warum kommt er jetzt auf einmal hier lang? Das ist doch scheiße. Außerdem muss ich in die andere... Aber ich kann nicht in die andere Richtung. Okay, warte. Oh. Langsam. Schnell, aber langsam. Die Ungläubigen müssen im Namen der Dämmerung leiden. Nein. Geh weg. Oh, so schaffe ich das doch nie. Los, ich bin bereit für ihn. Du siehst mich nicht. Nein, du siehst... Okay, er sieht mich. Kleinen Moment, ich gehe das Ganze ein bisschen anders an. Und zwar. So. Ist natürlich klar, dass der dann total alarmiert sein wird, aber... Fokus. Ah. Da ist... Könntest du bitte sterben, einfach. Sterben. Danke. Ich darf nicht wanken. Nicht so kurz vor dem Ziel. Kann ich dich irgendwo noch... Ja, danke. Oh, ich will dich da jetzt nicht noch durch die Gegend schleppen, Mann. Okay, hey, komm, bleib einfach hier liegen. Die sind sowieso so dermaßen alarmiert, die werden irgendwie darauf kommen, dass hier irgendeiner fehlt. Das erste Mal, dass ich getötet habe, ich wollte das nicht. Aber irgendwie bleibt mir hier auch echt keine andere Wahl, oder? Begib dich zum Zeremonienzimmer. Die sind gut, die sind echt gut. Ich bin bereit, das Licht zu schützen. Ja, ich auch. Okay, einfach mal alles wieder auffüllen hier. So, zack. Orions Gabe schützt mich. Da laufen auch noch ein paar rum. Mann, kann ich hier nicht irgendwo oberhalb? Nein? Natürlich nicht.
Ja, jetzt nimm den auch noch aus, klau ihm seine letzten... Ich bin bereit, das Licht zu schützen. Ja. Wenn ich jetzt irgendwo eine Lichtbombe reinwerfen würde, so eine Blendbombe. Ein Wurfobjekt, natürlich. Nicht einfach irgendwo da mitten rein, so da hinten hin, so da. Hey, was ist hier los? Ich bin bereit, das Licht zu schützen. Ja, die da unten gehen weg, aber der natürlich nicht, das war klar. Ich probier mal was. Wenn ich schon mal gerade F5 bitte, danke. Geht nicht, warum nicht, egal. Das ist meine Chance, mich zu bewähren. Würdest du bitte mal stillhalten, danke. Wundervoll. Oh, mir platzt der Schädel. Ja, mir auch. Ich muss mich konzentrieren. Neues Wurfobjekt, danke. Oh mein Gott. Ist mir jetzt scheißegal, ob der da liegen bleibt oder nicht. Soweit ich weiß, muss ich hier hin. Irgendwie muss ich... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Noch einer. Ja, warte. Ein Bruder ist gefallen. Ja. Ich bin geschwächt. Der Ungläubige. Scheiße, ich habe meinen letzten Pfeil verballert. Kann ich dich da... Oh, ups. Womit könnte ich dich noch... Feuerpfeil. Warte, ich probier's damit. Ja, ja. Komm, stirb. Hier, da, da. Bam. Du hast dich gerade verraten, Ungläubiger. Ich weiß. Das war eigentlich auch nicht so geplant. Hey, die Götzen werden dich holen. Ach, ihr könnt mich doch mal. Nein, 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 nicht darunter, nein. Und ich bin vielleicht gnädig zu dir. Wieder da hoch, bitte. Danke. Du liebst die Dunkelheit, was? Ja, tu ich. Danke. Du hast dich gerade verraten, Ungläubiger. Haben die mich gesehen? Sie haben mich gesehen. Nein, nicht da von vorne anfangen. Na. Okay. Kleinen Moment. Ich probiere das Ganze mal. Wenn ich dieses Mal ordentlich treffen würde. Habe ich nicht so eine... Ich habe doch so eine bescheuerte Fähigkeit. Fokus-Upgrades. Da. 6 verfügbar. Ohne Witz jetzt? Upgrade vollständig. Ich habe doch Geschicklichkeit. Ja, richtig. Das habe ich vollständig. Intuition. Es ist Unsinn. Kampf. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Visiere dazu mit aktiviertem Fokus durch den Torso des Gegners an und drücke R. Das würde ich gerne mal... Und auch wenn die... Auch wenn die alarmiert sind, sozusagen? Das fände ich ja mal interessant rauszufinden. Ich glaube, das probiere ich jetzt auch mal. Geräusche von Gehirn, unklare Umgebung visuell zu orten. Ja, sehr geil. Schleicht die Aktion im Kampf, beim Ziehen und beim Schlösserknacken leicht, indem die Welt um dich herum verlangsamt wird. Das ist auch nicht schlecht. Scharfschütze. Erhöht die Sichtweite beim Zoom erheblich. Fokussicht muss dazu nicht aktiviert sein. Sehr schön. Tarnung, Fähigkeit sich leise zu bewegen, während man Fokus benutzt, verringert die Reichweite von dir erzeugten Geräuschen einschließlich aller Geräusche an lauten Oberflächen. Okay. Irgendwas stimmt. Probieren wir es erstmal so. Was denn? Kommt er jetzt nicht hierher? Doch, natürlich kommt er hierher. Ach, jetzt geht er wieder da rein. Ist klar. Ist klar. Irgendwie kann das Spiel sich auch nicht entscheiden. Das ist jedes Mal ein anderer Vorgang. Wenn er klug ist, fürchtet er die Götzen. Ich fürchte niemanden. Außer euch Idioten. Ach ja, ich wollte ja mal... Ja, genau. So, zack. Alles wieder voll. Würdest du jetzt bitte endlich wieder hierher kommen? Ich will dich töten. Eigentlich hätte ich ja jetzt auch vorgehen können, ohne zu töten. Wartet mal kurz. Wo ist mein... Hey, dieses Betäubungsding habe ich hier gar nicht, wa? Also so K.O. hauen mäßig. Würde der vielleicht mal wieder hierher kommen? Wenn ich hier hingehe, dann läuft er wieder in die Richtung hier.
Offensichtlich nicht. Ich probiere es nochmal. Ich finde dich. Jetzt brauchte ich doch wieder zwei. Fuck you. Ich kann keine drei Pfeile verballern für die Schön. Okay, wartet. Ich mache das anders. Irgendwie muss ich da doch durchkommen. Oder finde ich einen anderen? Wieso gehe ich nicht einfach einen anderen Weg? Es gibt doch mit Sicherheit auch andere Wege als hier mittendurch. Okay. Versuchen wir es einfach mal mit anderen Wegen. Jetzt muss ich aber leider diese Folge erstmal beenden. Weil ich schon wieder bei 25 Minuten bin und das viel zu viel ist. Deshalb bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Hinterlasst doch eine Bewertung. Ich weiß, ich bin in diesem Part hier nicht sehr schlau gewesen und bin es nicht sehr gekonnt angegangen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst eine Bewertung da und einen Kommentar, wenn ihr mögt. Auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen und schaut unten in die Infobox. Wichtige Links. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.